Leute, wir kommen zum 10x85er Pack. Wie immer, Leute, checkt den Shop aus. Ihr wisst es ja, ne? Nice Designs. Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Schwarz, Weiß auch am Start, ne? Gerne abchecken. Link ist wie immer oben in der Beschreibung zu meinem Shop. Checkt's aus. Ihr wisst es. Ihr unterstützt mich wie immer mit dem Kauf. Und ihr habt doppeltes Packlack, wenn ihr die Nice Designs anhabt. Also gönnt euch. Ich danke euch. Wir starten rein. Schreibt wie immer in die Kommentare, was in eurem 10x85er Pack war. Ab in die Kommentare. Lasst ein Like da. Abo, Glocke aktivieren. Täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Team of the Season, Polen, Stürmer, Schmeckt, Lewandowski, Rudi, zweimal jetzt bislang Team of the Lewandowski am Start gewesen, jetzt noch der 98er Tots. Bruder, warum haben die eigentlich dasselbe Rating, Alter? Das ist auch völlig unnötig. Früher war es mal so, wenn ein Team of the Year 98 hatte, hat der Tots bei Ronaldo war es einmal auch 99 bekommen. Digga, hätten sie auch Lewandowski ohne Scheiß 99 geben können. Digga, zweimal selbe Rating. Aber okay, Bruder. 10x85er Pack, 89er, 89er, 98er Lewandowski. Nehmen wir mit. Schauen wir mal, was noch dahinter ist. Ah, der Rest ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Aber 7 von 10 Walkouts. Lewandowski, die sind auch gar nichts mehr wert, alle, ne? 200k, ist eher ein Trade, aber egal. 4 Tots und Tomori, Digga. Na gut, geht klar das Pack. Ich will mich nicht beschweren, Digga. 98er Lewandowski, kann man mitnehmen. Leute, wieder mal Vorschau-Packs geöffnet. Chill Will, Digga. Jedes Mal, ey, da so oft schon in diesen Vorschau-Packs Chill Will gezogen, Alter. Unfassbar. Unfassbar. Das Ding ist, ich mache diese Vorschau-Packs hier immer auf ganz entspannt. Ich denke, mir kommt eh nichts. Und dann starte ich halt die Aufnahme immer erst, wenn was kommt, Digga, weil sonst kommt meistens eh nichts. Von daher, naja, war das schon das, ich weiß gar nicht, ich habe die drei Packs schon alle geöffnet. Ich glaube, das war das 100er, ne? Ich meine, das wäre das 100k-Pack. Also, vielleicht ist noch einer drin, dann ist mal was Außergewöhnliches. Aber sonst so oft Chillwill, ja, das war das 100k-Pack. Das Ding ist, Chillwill kostet nur noch knapp 100k, von daher lohnt sich das nicht, das Pack zu holen, ne? Deswegen werden wir das leider nicht in Anspruch nehmen. Wenigstens trotzdem mal wieder eine Path to Glory Card, aber Chill Will lohnt. Leute, wir haben ein krankes Pack. Wir haben ein krankes Pack, obwohl, wir werden es gleich sehen, Leute. 25x81 plus. Mal schauen, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr wisst, es täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid täglich dabei, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und checkt gerne den Shop aus, gönnt euch die Nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Gratis Autogrammkarte gibt es dazu, also gerne abchecken. Ihr unterstützt mich und ihr wisst es, doppeltes Packlack ist direkt am Start, wenn ihr die Nice Designs anhabt. Ganz einfache Geschichte. So seht ihr das doppelte Packlack. Oh mein Gott. Digga. Come on, Alter, bitte Spanien, das sieht nicht gut aus. ZOM, das sieht nach da. Ach, come on, Alter, damit Silver Prime habe ich den schon. Alter, meine Güte. Ey, komm, Bruder, David Silva. Bruder. Das tut richtig weh, Alter. Das tut richtig krass weh, ey. Boah, diese 81er Pluspack, ich muss ehrlich sagen, ne? Katastrophe, Digga, Katastrophe, Katastrophe, ey, boah, Junge, 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 ey. Ja gut, da wird nichts Gutes dahinter sein. Ey, boah, Digga, ah, korrekt, Digga, guck, ein Walkout, Digga, einfach ein Walkout. Eiskalt, eiskalt ein Walkout. Koke, Guerrero, da wird's, oh, Ibra noch, aber doppelt. Und Marlos auch noch doppelt, ja, korrektes Pack, Digga. Korrektes Pack, habe ich Ibra tradable? Ich weiß nicht, ich glaube, ja. Marlos könnte auch tradable sein, ist nicht tradable und David Silva ist auch nicht tradable. Ja, läuft gut, ja, absolut loses Pack, naja. Leute, wir haben noch ein 85er Pack, lasst wie mal ein Like da lassen, Abo da abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei, schreibt wie mal rein, was war euer bester Spieler in FIFA 21. Ich bin gespannt, Leute, könnte saftig werden, könnte sehr saftig werden. Hoffentlich, wird hoffentlich saftig, ja. Checkt noch den Shop aus, gönnt euch die Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün, Kissen, Tassen, Turmbeutel, Nice LED-Lampen, vieles mehr. Ihr unterstützt mich mit dem Kauf und ihr wisst es, ihr habt doppeltes Packlack instant am Start, wie ich jetzt in diesem 85er Pluspack, 5x85er Pluspack. So sieht es nämlich aus, 5x85er, ich sehe es schon kommen, Alter. Let's go, ich sehe schon 5x85er kommen. Brasilien ist okay, Neymar, oh, Digga.
Roberto Firmino. Oh mein Gott, Digga. 87er Roberto Firmino, das ist lost. Das ist lost. Alter. Es gibt Neymar. Es gibt. Ich hätte sogar Dings. Casemiro. Okay, hätte ich gesagt, geht klar. Firmino, boah, der uff, 87, Alter. Das sind jetzt eh 4,85er hinter auf Ansage. Ja, okay, immerhin Sancho und Henderson noch. Ah. Geht gerade noch so, Alter, muss ich sagen. Geht gerade noch so. Also einigermaßen noch gerettet das Ganze. Aber ja, gut. Gut ist das nicht. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber naja. Vielleicht ganz okay für eine SBC alles. Leute, La Liga Packs. Picks. Nicht Packs. Picks. Drei Stück. Einer. Einer von dreien. Let's go. Würde eh wieder nichts. Noch nie was Gutes aus den Packs gezogen. Ich sag's euch. Ja, meine Güte, Alter. Komm mal. Verstehe gar nicht, warum ich die Kacke überhaupt mache, ey. Egal. Wir machen noch ein 82er. Ich glaube, eins haben wir. Ein 82er bis 88er Pack. Schmackhaft. Oder auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Und danach noch. Da, 85er Plus Pack. Let's go. Es wird safe auch ein 82er. Dann absolut los. Ja, na, doch nicht. Brasilien. Linksverteidiger Marcelo 83, Digga. Korrekt, Digga. Ja, gut. Ja, gut. Immerhin 83. Immerhin 83er. Hätte auch schlechter sein können. Naja. Okay, ab geht's. Dann gönnen wenigstens hier was, Leute. Ihr wisst es, checkt den Nice Merch auf. Kauft euch die Nice Merch für mehr Packlacker. Ich will es doch hoffen. Ihr unterstützt mich natürlich. Ich danke euch. Schreibt rein, was ihr gezogen habt. Lasst ein Like da. Macht die 1 Million Likes voll. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ich will es hoffen. Let's go. Team of the Season. Das ist doch schon mal sehr gut. Come on, Türkei. Linksverteidiger, bitte. Torwart. Nein, der hat 85, glaube ich, oder? Fenner, wer ist das? Der 85, ja, der hat 85. Korrekt, Digga. Bei jedem dir. Danke, Digga. Ich habe auf Linksverteidiger Erkin gehofft. Hätte 89 gehabt. Wäre geil gewesen. Wäre saftig. 85er trotz. Ja, nimmt man mit, ne? Was gibt's Besseres? Was gibt's Besseres? Ich hoffe wenigstens, dass kein weiterer 85er drin ist, sondern hoffentlich irgendwie wenigstens ein, na, sagen wir mal, 86er Goldspieler. Damit bin ich schon zufrieden, Alter. 87er wäre ich schon wieder viel zu viel verlangt. 3, 2, 1. Let's go. Bitte alles nur kein 85er. Wenn noch ein 85er, dann trotz. Jawohl, Digga, korrekt. Genau das, was wir nicht haben wollten. 2x85. Ich scheiß mir in die Hose, Alter. Ich scheiß mir direkt in die Hose, Digga. Bei jedem dir und Parejo. Besser geht's nicht. Alles in den Verein, Leute. Leute, hundertprozentiges Super League Tots Pay. Es kostet, glaube ich, 30k oder so die Chance, dass man. Ja, ich sag mal so, du kriegst eigentlich den Spieler vom Wert her ungefähr wieder raus. Von daher muss ich mich noch um Gegenstände kümmern. Korrekt, Digga. Pacheco. Grüße gehen raus, Digga. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal jetzt ins Pack. Let's go. Okay, dann schauen wir mal. Wäre geil, also 87er, 88er, irgendwie wäre fresh, Alter. Wir kriegen wahrscheinlich eh einen 85er. Bin ich mir relativ sicher. Algerien, rechter Flügel ist Gesal, oder? Beşiktaş, ist das Gesal? Das ist Gesal, der hat 86. Ja, gut. Ja, gut, ist okay. Hätte ein 85er werden können. Also von daher, ich sag mal so, ein 86er kostet 25 bis 30k. Also von dem Punkt her haben wir eigentlich plus minus null gemacht, wenn man den Preis für das Pack ungefähr berechnet. Ich packe den eh in den SBC. Aber ja.